Es pendelt sich langsam ein. Ich weiß noch nicht, ob ich gemutet bin oder nicht, wa? Ich weiß das nicht. Sieht man das irgendwo hier? Keine Ahnung, wa? Jetzt bin ich wach, ne? Ja. Wo sieht man das? Weiß das jemand? Leider nein. Was ist das für ein Symbol? Ich mein TS ist aber abgekackt, ne? Im TS auf deinen zweiten Bildschirm. Oh. Okay. Jetzt bin ich gemutet. Sieht man nicht, nur oben rechts, wie laut du sprichst. Echt, wie kann ich das denn einstellen? Oh, ich hab nichts geguckt. Ich hab mich damals mal. Ihr müsst überlegen, es spielen ja mittlerweile, ich weiß es nicht, Hunderttausende auf GVMP oder haben sich da registriert zumindest. Und wir waren heute sehr überrascht da im TS. Ich war die Nummer 4521. Also ein sehr, sehr alter Account ist das. Sieht doch TS auf deinem zweiten Bildschirm. Ja, aber dann bin ich in der Eingangshalle, dann schmeißen die mich doch raus wieder nach der Zeit, oder? Was heißt Idle-Schutz? Was heißt das? Zockerratte Live, wie geht's dir? Flo, danke schön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Und Christian, vielen Dank für den Sub. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Da bin ich wieder. Und Tobi. Ja, Tobi, danke schön für 26 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. I lost Silver, 3 Euro. Auch wieder da. Vielen, vielen Dank für die 3 Euro und welcome back. Ach so, ja, das habe ich gelesen im Regelwerk. Mit 5 Minuten stand da irgendwas, ne? Dann sollte man sich ausloggen oder sonst irgendwas, ne? Ach du Scheiße, crazy. Ja, crazy, aber dafür mache ich dann, da sage ich speziell Bescheid. Wenn es um den Server geht. Wie gesagt, das kann ich nicht jeden Tag machen, weil ich ja von komplett allem lebe. Ob es jetzt Subs sind oder Donation oder Sponsorengelder oder sowas. Ich werde das ein paar Mal im Monat machen. Natürlich den Server damit unterstützen, aber dann sage ich das vorher. Weißt du? Sonst kannst du das nicht auseinanderhalten. Das ist das Problem. Ja. Dankeschön für die 10 Euro. Vielen, vielen Dank, Crazy. GK, wie geht's dir? Bliro! Eine Stunde muss was vom TS geschmissen an der Zeit. Was? Ach Quatsch. Hallo mein lieber Smoker, schade, dass du mit denen wieder auf einem anderen Server spielst. Wäre schön, wenn Smoker sein eigenes Ding machen würde. Ich könnte ja jetzt einen Arschlochspruch raushauen, ne? Mit Stimme. Ich grüße dich erstmal, wie geht's dir? Zweitens. Wie kommt das in deinen großen, kleinen, mittleren Kopf?
mit einem gewissen Auffangvermögen, dass ich jetzt nicht mehr auf Homestate spiele. Wer sagt dir, dass wir nicht Sonntag schon wieder auf Homestate sind? Hm? Wer sagt dir das? Immer diese Unterstellungen und genießt das doch einfach. Seid doch froh, unterhalten und Spaß zu haben. Und weiß ich was, immer diese Miesmacherei von manchen Leuten. Ey, das ist echt schlimm. Didi, mir geht's gut und dir? Das ist wirklich so, echt? Ja, genau. Schade, dass Gerrit nach heute Abend die GTA deinstallieren wird. So, wir müssen in die Stadt. Hä? Was ist denn hier los? Quite fly. Molly, ne? Ascovan, grüß dich. PA Studios, ne? Okairon. Oh, sag mir nicht, das ist Ganggebiet hier, wo ich gerade durchlaufe. Hallo. Entschuldigung, ich hab eine Frage. Ja. Wie komme ich da hin? Wo? Da hinten ist. Ach, da hinten ist die Tankstelle. Ja. Ja. Na. Warum? Boah, was? Pass auf. Hä? Rede einfach vernünftig so. Wie alles vernünftig? Wie? Ja, was ist los mit dir? Was willst du denn jetzt? Ich wollte zur Tankstelle. Die ist da oben ja. An der Straße. Ja. Das ist wieder ein Auto. Das sind die. Okay. Wow! Scheiße! Was geht denn hier ab? Der ist hochgefahren an den Gleisen. An den Gleisen hochgefahren. Warum, warum schießt ihr direkt? Hinter der Haut, Bruder. Ja, wir haben gerade ein bisschen Stress, so White Boy. Also, ja, so, na, ja, ich gehe wieder. Was ist los? Nee, ich wollte tanken, da gehe ich jetzt hin. Schönen Abend noch. Ja. Heiland. Tschüss. Oh, was ist denn hier los? Was? Hey, die schießen ja direkt hier. Da kommt ein Auto, ich ballern die direkt. Das haben bestimmt Feinde, oder? Christian Zimmer, Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Und Cody, willkommen im 11., mein Freund. Vielen, vielen Dank. Scheiße, was geht denn hier ab? Kann man hier auch in die Mülltonnen zugreifen? Oh, habe ich 8000 Dollar? Ist ja bekloppt, ey. Oh, was sind das hier für Autos? Ballasttankstelle, kein Eigentümer. Zum Verkauf. Oh, kann man hier eine Tankstelle kaufen? Ich werde irre. Warte mal. Oh, was ist denn? Würfel, Toilettenreiniger, Reparaturkit, Papier. Funkgerät, Taschentuch, Kochequipment, Dietrich, Kongstrong. Was ist denn das? Das hat so was wie Viagra, Kongstrong. Oh. Milch. Cola. 50 Dollar, Alter. Ist das eine ganze Palette oder was? Kaufen. So. Okay. Okay. Wo sehe ich denn hier?
Wo sehe ich denn hier, wie viel Hunger ich habe oder Durst? Sehe ich gerade nirgendwo, oder? Warte mal, man hat hier I-Inventar. Wieso habe ich jetzt... Warum geht die X-Taste nicht? Mit X kann man nämlich hier Sachen machen. Alter, wie viele Leute sind denn hier auf dem Server? So viele Lilane, guck dir das. Ja. Moin, rauchst du, kiffst du hier auf der Tankstelle? Rauchst du hier oder was machst du da? Was? Er isst was. Isst du was? Nee, lecker Kiefer. Lecker. Ah, lecker, lecker. Lecker. Ja, ist gut. Kiefer. Ich dachte, du rauchst hier, weißt du, ist ein bisschen feuergefährlich hier, ne? Nee, nur kiffen, nicht rauchen. Rauchen ist schädlich. Ja. Wo? Hast du schon Arbeit oder was? Ja, habe ich nicht gerade eben gekommen. Aha. Bei der Hilde. Ist das Essen oder was? Was? Was machst du denn so den ganzen Tag? Wie lange bist du denn hier? Ja, gerade hier. Von da nach hier gekommen. Aha, von da nach hier gekommen. Ja. Aha. Und Arbeit hast du auch schon oder was? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Mhm. Hab keine Arbeit. Warum? Na, ja, da wäre doch was, oder? Ja, Liam, machst du mal eben, hier Automaten. Was will der? Nee, der will nur zum Automaten. Wir müssen gleich jemandem Geld geben. Ach so. Hättest du einen Bock für uns zu arbeiten? Was müssen da tun? Ja, du könntest so gut wie alles machen. Du könntest Batterien machen. Du könntest Efi machen. Efi? Das wäre echt cool. Ja, Efi Tri. Nee, ich nee, was sind das für Leute? Das sind Gangmitglieder. Also, ja, ich muss in die Stadt. Soll ich da kurz hinfahren? Ja, das wäre lieb, zum Park. Ja. Olaf, ich bring den kurz zum Park. Ja, du musst mal eben dein, du musst mal Schrein ausmachen. Wer? Weil ich sie die ganzen Karten durcheinander. Ich? Ja. Oh, Entschuldigung. Schrein. Ich dachte gerade schon, du meinst mich. So? Ja, bring ihn da ruhig mal hin. Wie macht man den Schrein? Ja, mach ich. Du meinst zum Chaoten? Warte hier am besten. Falls er anrufen sollte, latsche ich da eben rüber. Okay, gut. Ja, komm, dann geh ihm immer lang. Ist ja nur ein Zweisitzer, dein Wagen, leider, ne? So? Ja, dann fahr bei ihm mit, ja. Ist das so besser jetzt? Ist das so jetzt leiser? Hier, in dem Wagen. Ich weiß das nicht, wa? Dankeschön. Ich glaube, das ist sein Job. So. So, was willst du denn am Chaotenpark? Was will ich? Chaotenpark. Chaotenpark? Ja, du wolltest doch dahin, oder? Ja, da möchte ich hin. Ja. Okay. Mal sehen, ob du lebendig da wieder rauskommst. Wieso? Hörst du gleich mehr. Da geht es. Wo möchten Sie denn hin? Ja, hier. Okay, dann springen hier raus. Danke schön. Ja, kein Ding. Ich beklaubte hier. Ich muss mal umziehen. Moin, Kaiju! Oh, du bist ja gar kein Kaiju mehr. Hä, hey, was? Was bin, hey, was bin ich? Ja, kann ich Schachspiel. Kaiju? Schachspielen kann er noch, ja. Wer ist Kaiju? Fällt mit euren Batterien, oder? Heute kein Bock. Heute
Wer ist denn Kayo? Oho. Keine Lust jetzt zu zahlen. Und seid jetzt Millionäre oder noch immer nicht? Nee. Ganz knapp. Okay, ganz knapp, das. Genau. Das ist wie auf der Carrera-Bahn früher. Das ist wie auf der Carrera-Bahn. Das ist ja. Was ist denn hier los? Was? Grenznachricht? Warte, eine Grenznachricht. Alter, ich hab bekloppt. Ja, welcome. Meine Scheiße. Entschuldigung. Ich mache mit den Autos. Doch. Entschuldigung. Ja, was gibt's? Wo komme ich jetzt zur Polizei? Zur Polizei? Da geradeaus. Hier ist dann. Bis zur Brücke. Und dann vor der Brücke nach links. Was? Oder soll ich die kurz hinfahren? Kann sie auch kurz hinfahren? Ja, leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Das ist immer so hier. Soll ich sie kurz hinfahren? Wo? Zum Polizeirevier. Nee, ich brauche Anziehsachen. Hast du Geld? Wer? Ja, guck sie. Mal. Wenn du der Straße folgst, geradeaus, ja? Ja. Bis kurz vor der Brücke und dann links reinläufst. Dann kommt erstens das LSPD und wenn du dann weiter geradeaus läufst, siehst du einen Shop. Da kannst du dir erstmal Klamotten kaufen. Ja, danke schön. Ja, soll ich dich hinfahren? Ich hab ein Auto. Ja, nee, ich will kein Auto fahren. Nein, ich fahr, ich hab einen Führerschein. Das ist gefährlich hier. Aber ich hab einen Führerschein, fahr schon. Okay, dann fahr ich mit ihm mit. Tschö. Tschüss. Was ist hier, ist aber richtig was los. Das ist normal hier. Ja, schauen Sie. Ist normal hier. Also wollen Sie erst zum Polizeirevier oder zum Kleidungsladen? Was? Kleidung. Alles klar, Kleidung. Haben Sie genug Geld dabei? Weil es ist echt teuer hier im Stadt. Was heißt teuer? Da läuft er mit der MP rum. Ja, ist ein Polizist. Also, das sagt bloß, erfährt uns. Zum Beispiel meine Schuhe haben 8000 gekostet. Was nicht, zum Beispiel habe ich nicht. Kann ich mir vorstellen, weil sie sehen. Aber habe ich ja nur Geld für Schuhe. Es gibt auch billige Klamotten. Also, ja, danke schön, ja? Ja, kein Ding. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Alter, was ist denn hier los? Sie sollten sich am besten direkt ein Handy-Access kaufen. Ich hab sie nicht ganz verstanden. Sie sollten am besten direkt ein Handy kaufen. Wo? Im normalen Laden. Am Dingsladen. Was? Soll ich sie dahin kurz fahren, dann können sie ein Handy kaufen. Ja, ich wollte all die Sachen kaufen, ich hab gar kein Geld, so viel. Wie viel kostet das Handy? 500. Ja, okay. Alles klar, stellen Sie einfach. Tschüss offen. Ja. Haben Sie schon Perso? Ja. Okay. Fahren Sie vorsichtig.
Ja, ich will's. Immer noch hier im Führerschein. Ich sieben. Was ist denn hier los? Diese Riefenpack ist normal hier. Ich bin zur Kur hier hingefahren. Ja? Die haben gesagt, das ist ein Kurort. Nein, ist nicht. Ist reines Paradies für Gangster und möchte gegen Gangster. No, sind Sie auch ein Gangster? Nee. Hier ist überall Verfolgung. Ja. Die haben gesagt zu mir, erhol dich doch gut. Da muss ich die Kaffee gehen. Ja. Okay. Leck mich am Arsch, was ich will. Es ist hier so, sobald sie ein falsches Wort zu irgendjemandem sagen, sind da fahren gerade 8 Polizeiautos hintereinander. Ja, ich sehe es. Es ist, sobald sie ein falsches Wort sagen, sind sie entweder tot oder verfolgt. So, das ist hier normal. Was, wenn ich ein falsches Wort sage, ist was? Werden sie verfolgt oder werden sie getötet? Eins von beiden. Getötet? Ja, ist normal hier. Es ist einfach normal hier. Da ist, kommt nicht alle wieder. Warte! Schauen Sie! Warte! Schauen Sie! Ey, das ist nicht. Oh, die schießen! Ja, die schießen. Beruhigt euch doch mal! Aussteigen, die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Ach du Scheiße. Oh. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was seid ihr denn für Psychopathen? Direkt auf mich schießen. Sie sind 5-mal abgehauen. Im Mann ist aber gut. Ja, aber ich muss da vorne, weil andere auf mich geschützt haben. Ach du Scheiße. Welche Lizenz? Für was denn? Ja, jetzt. Ja, machen Sie das. Ja, ich habe auch einen Waffenschein. Was? Warum? Ist das normal hier für jeden noch? Immer. Wenn einer neu landet hier, wird das immer gemacht? Ja. Er ist auf mich geschossen. Aber er ist nicht neu, weil. Komm, wir hören, komm. Mein Leben war gefährdet, ich musste abhauen. Ihr dürft es einmal bitte entfernen. Das ist. Polizeiliche Maßnahme. Schnurrbart. Chloe, was los? Ich war gerade 20 Polizisten. Wir waren gerade 20 Polizisten. Ja, aber dann bin ich kurz weggefahren. Ich wollte anhalten, aber da kamen noch andere, die auf mich geschossen haben. Ich habe mal ein dickes Foto mit mir. Ja, ja, genau. Was soll denn das? Scheiße. HJB. Ja. Oh, wo ist denn hier? Ihr habt mich überhaupt gefunden? Ich hab das nicht gekriegt. Sagen Sie mal ehrlich. Ist das breit? Sicherheitstraining haben Sie verkackt. Oder? Hey, wollen wir einen Saufen gehen? Wir haben einen Club hier. Der Polizist? Ja, nicht mal ganz kurz. Der Herr hat kein Geld für gar nichts, das ist ja das Ding. Ich wollte die Klamotten kaufen, aber er hat kein Geld. Ja klar, nimm doch alles weg, du bist schlimmer als die Gangster vor mir. Jetzt mich am Arsch, ich will mein Handy holen. Mein Gott. Oh, danke schön. Jetzt hat er Geld. Kau du ab von den Leuten, die auf mich schießen und sie verfolgen. Was ist denn hier los? Auch fast. Ja, mehrmals sogar, sehen Sie. Ist das hier immer so? Handy. Wo ist denn hier ein Funkgerät, ne? Smartphone. Haben Sie das Handy? Ja, hab mir ein Handy gekauft. Smartphone. Alles klar. Okay. Und es ist normal hier im Staat, dass eine Pistole einfach eine Waffe. Eine Pistole bringt dir gar nichts. Eine was? Eine Pistole. Eine Waffe bringt dir einfach nichts. Nö. Eine Rohrzange macht schon viel mehr aus. Ja. Das ist lächerlich, aber ist so. Was machen Sie da? Ich hab mir Verband angelegt. Sind Sie verletzt? Ja, war ich. Aber also, geht gerade so wieder. Gehen Sie doch ins Krankenhaus. Hier gibt's drei Krankenhäuser. Wenn Sie ins Krankenhaus wollen, dürfen Sie erstmal so lange warten, bis Sie einschlafen. Aber nicht nur einmal. Weiter. Müssen wir einschlafen? Jetzt muss ich mir Sachen kaufen. Digga, die Medics sind doch hier eh immer beschäftigt. Ja, das können Sie aber nicht kaufen. Das müssen, wenn man Medics braucht, dann kommen sie. Wenn man sie braucht, dann kommen sie nicht. Ich brauche nur eine Hose und eine Jacke. Mehr brauche ich nicht. Ja, da gegenüber. In so einem billigen Laden. Kommen Sie mal kurz mit. Ich glaube, Sie müssten noch ein bisschen. Wie viel Geld haben Sie gerade dabei? Ich glaube, das Einreiseamt lässt sich immer nur $5,000 mitnehmen. Ja, 3.000, glaube ich. Nee, mehr. Kassen gegeben. Und im Konto sowas. Muss auch was sein. Am Konto? Oh, ja, auf dem Konto müssen Sie auch was haben. Runter. Hallo. Ja. Ja. Da habe ich 1.500 drauf.
Dann hätten sie insgesamt wie viel? Aber ich glaube, das, was ich ihnen gegeben habe, sollte reichen. 10.000, ja, okay, das reicht. Das reicht auf jeden sogar. Fall. Aber sie sollten sich neue Schuhe holen, weil das ist. Ja. Da werden sie echt gehänselt. Habt ihr jetzt alle meine Bank-PIN gesehen? Ja. Kannst du wieder haben? Nein. Toll. Ja. 6988 leider, ne? Ja, das stimmt. Ja, ungefähr. Ja. Mit dem F2-Muskel machen sie ihr Handy auf. Aua! F2-Muskel. Muss ich mir gleich mal angucken, dankeschön. Na klar. Ja, kein Ding. Ja, jetzt gehe ich an die Sachen kaufen. Ja, kommen Sie mit der Vorderbrücke. Ja, dankeschön. Was soll ich denn machen, wenn Sie mich rammen und ich aus der Kontrolle komme? Ich glaube, Sie sind echt... Digga, schrei doch nicht so rum, meine Fresse. Halt deine Fresse, du Otto. Sonst baller ich dir mal eine, du Hundesohn. Ja, was? Vater, verpiss dich jetzt! Da. Entschuldigung. Ja. Wann gehen die nächsten Flieger wieder von dir weg? So. Das ist eine gute Frage. Hier kommt man nicht mehr weg, ne? Nee. Gefangen. Kann aber auch lustig werden. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das ist schon lustig. Das ist schon lustig. Ja. Digga, dieser Typ schiebt so Welle, obwohl er gefesselt ist, Mann. Wo kann ich mir was zum Anziehen kaufen? Da hinten. Dann laufe ich da mal hin. Vielen Dank, ja. Dankeschön. Ja. Einen schönen Tag noch. Dann bis später. Tschö. Aber ich empfehle ihnen echt, die Schuhe zu wechseln. Da wird man gehänselt hier auf der Insel. Jo. Schön. Schön. Hä? Also. Oh, jetzt kommt das wieder. Wie geht das? Oberbekleidung. Hab ich noch nicht gekauft, ne? Okay. Ey, wie heißt das denn? Das weiß ich doch nicht, wie das heißt. Kommt mir vor wie RTL. Finde ich geil. wie heißt denn die Smokerjacke? Die heißt ja nicht Smokerjacke. Wie heißt die denn? Die haben die wahrscheinlich gar nicht, ne? Wieso habe ich das jetzt doch gekauft? Oh Jesus. Was ist denn hier los? Und er mit seinem Motorroller hinterher. Leck mich am Arsch. Was ist hier los? Hier bleibe ich. Oh nein. Schön. So. Das ist natürlich scheiße. Jetzt habe ich das T-Shirt gekauft. Ich wollte es gar nicht haben. Haben die Smokerjacke nicht? Kann ich das mir nicht vorher angucken irgendwie? Scheiße. Hippie-Pulli, Strickpulli. Guck mal, habe ich den jetzt schon gekauft? Oh, gib mir das in grün. Kann ich die Farbe nicht irgendwie wechseln? Gab Nickjacke. Oh nee, das sind nur die zwei, ne? Die oder die, ne? Hippie-Pulli. Vielleicht haben wir noch einen Hippie-Pulli hier drin. Mit der richtigen Farbe. Nee. Wie kann ich das denn jetzt kaufen? Habe ich das gekauft jetzt?
Hä? Der hat mir doch gar nichts vom Konto abgezogen. Also vom. Okay. Banana Jena. Der Moki, oh, danke schön. Vielleicht in einem anderen Geschäft. Telda, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Und 28 Shots Later, vielen Dank für 5 Monate. Danke schön für den Support. Und Gefhörnchen im 36. Monat. Vielen, vielen Dank, Gefhörnchen, für 36 Monate. Und Quake Master, neuer Sub. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön für die Unterstützung. Und Flex, willkommen. Dankeschön auch an dich, dass du so was wie mich hier so unterstützt. Vielen Dank. Und Nia Nurumi, vielen, vielen Dank auch an dich. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und Let's Explore ist im 9. Vielen Dank für die 9 Monate, mein Schatz. Und Flokri ist ein neuer Sub. Ihr seid irre. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Und der Champ, der subt hier rein. Vielen Dank, Champ, für den Sub. Dankeschön. So. Man muss da praktisch an. Aber ich habe jetzt wieder das vom Konto abgezogen. Das sind ja Jeanshosen, nee. Jogginghose auch nicht. Cargo-Shorts nicht, ich weiß keine Cargo-Shorts. Badeshorts, was sind das? Achso, nee. Kurze Hose. Bauernhose? Nee. Scheiße. Keine Ahnung. Habe ich das jetzt gekauft? Jo. Okay. Moment, ich war gerade in der. Ich war gerade. Ich war falsch, oder? Jogginghose? Ne, ich war richtig. Stimmt schon. So. Schuhe. Kopfbedeckung haben die hier nicht, ne? Nee. Scheiße. Oh Gott. Okay. Jijo, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Und Adler ist im 6. Monat. Vielen Dank für 6 Monate, Adler. Dankeschön. Alter, war das ein Empfang hier schon, ne? Die sind ja alle total bekloppt hier. Splatjack, wie geht's dir? Baum, na? Das ist wie geht ja online hier. Okay. Das ist normal. Das ist normal. Ja. Oh ja. Was hat er eben gesagt? Eine Pistole wäre scheiße. Ich soll lieber eine Rohrzange nehmen. Hey, was sind das schon für Auskünfte hier? Junge, brauchst keine Knarre. Kauf dir eine Rohrzange. Zieh dir eben einen Schädel. Da bringt mehr. Okay. Einmal gucken, was haben die denn hier? Schön. Ist das ein BMW? Kenn ich Schlafgut. Ich bin Guni, Digga. Ich bin Guni, Digga. Ich bin Guni, Digga.
Joa, ich geh schon mit. Ey, oh nein, Whisky. Dicky-lala, Dicky-lala. Whisky hab ich auch getrunken. Dicky-lala. Also sind alle schon blau. Entschuldigung. Ist das der? Nein. Freitagabend, Junge. Ui, wo warst du gestern, Mann? Ja. Lala. Ach, du kriegst mal schon wieder Hunger. Wie kann man den essen? Mit schöner scharfer Soße. Julian, was hast du bezahlt dafür? Warum? Ja? Aber ich hab die haben doch verschiedene dran. Hüte an, oder nicht? Der Taco nicht verschiedene Hüte an, der hat doch einen ganz kleinen Julian? Hut. Oh, dieses Licht. So. Entschuldigung. No, aber ich habe gedacht, die haben auch schon größere Hüte aufgehabt. Aber was ich kann mich auch vorstellen. Sagst du gerade, ich habe einen kleinen? Natürlich. Sind wieder hochgekommen. Ut. Ja, hast du. Ein so. Klein Ut. Okay. Aber ein großer Motor, der. Ich glaube, die sind gefahren. Hui. Oh. Was ist das? Julian, ich glaube, die hat. Bist du ein Zebra? Was? Du siehst aus wie ein Zebra. Wie ein Zebra? Ich bin kein Zebra. Bist du ein Zebra? Nein, ich bin kein Zebra. Ich bin du kein siehst Zebra. Aber aus wie ein Zebra. Nee, bin ich aber nicht. Was? Zebras können nicht sprechen. Ah, hast du zu viel getrunken? Können Zebras können nicht sprechen. Das ist alles Einbildung. Was? Mir geht es gut. Ah, hast du zu viel getrunken? Oh, ein Zebra kann nicht reden. Nee, ich bin wieder nicht. Leute, das Zebra redet mit mir da. Was? Das Zebra redet. Alter, als ob du wieder besoffen bist, Mann. Ich hab dich nicht gesehen. Ach, ich bin nicht besoffen. Ist auch verschwunden. Der Augenbusch. Du bist. Klar bist du besoffen, Alter. Ah. Hola, kleine Säue. Was? Was? Was hat er gerade gesagt, geil soll? Was für ein Schwein, Alter, ehrlich. Ich bin nach 4 schon besoffen, Alter, wieso besoffen? OOC, Moment. Was? Was habe ich gemacht? OOC, Moment. Verkaufe Haus mit Keller. Flexi, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Flexichen. Weil das am Park schon so abgeht. Aber das sind ja bei der Polizei. Mit dem Blöder. Nee. Doch. Wir können jetzt gerne nochmal nachfragen. Wo? Ja. Ich
Der Herr? Hä? Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ob alles in Ordnung bei Ihnen ist? Ja, nee, nee. Ja, nee, okay, dann erzählen Sie mir, was ist Ihr Problem? Was für ein Problem? Ja, Sie haben, ich habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, und Sie haben gesagt, nein, also müssen Sie ein Problem haben. Nee, also, ja, ich habe nichts zu essen. Das, Sie haben nichts zu essen? Nee. Und die haben mich beklaut eben. Die haben mich geraubt. Was haben Sie da auf dem Boden aufgehoben? Ich habe Ihnen 3 Donuts in Ihre, in Ihren Dingsabbeutel vorne. Was mit Ihnen denn? Was haben Sie gerade gemacht? Die haben mir was in meinen Beutel gesteckt. Mein Kollege, der träumt. Wie kommen Sie 3 Donuts, ja. Okay. Wir wollen ja nicht, dass hier die Leute hungern, oder? Ja. Ja. Da haben Sie auch noch was zu trinken? Zu trinken habe ich leider nichts, aber da vorne ist ein Kaffeeautomaten und ein Getränkautomaten. Und dann haben Sie... Wer ist denn das? Und das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Ich wollte wieder eine Anzeige schreiben. Wer ist denn haben das? Sie noch Geld und können sich was zu trinken da vorne holen? Dankeschön. Gerne. Entschuldigung. Ja? Bist du der Mann von Narnia? Scheiße, ich hab mich erkannt. Nee. Oh, das ist doch der Taco-Medic! Party-Taco-Medic, oder? Ja. Nee, ich bin der Schweizer. Aber die Rentiere, wissen Sie, wie ich die Rentiere bekommen habe? Nee. Passen Sie auf, ich habe mir das im Ziel gekündigt. Da ist ja ein Polizist mit dem Donut-Gesicht. Aha. So, was ist mit Ihnen? Ich würde gerade eine Geschichte erzählen, aber... Jones, brauchen Sie eine Jakob Einteilung? Jones. Ja, kommst du mal her. Ja, genau. Verdammter. Da ist die zweite Leitung. Herr Doktor, können Sie mir die Geschichte mal draußen erzählen? Ja, da. Ja, genau. Ja. Ich würde sie auch gerade rauslassen. Die ja, rauslassen. Ich komme jetzt nochmal rein. Sind wir hier gefangen? Jetzt sehe ich sie doch. Ja. Also. Ja, ich komme jetzt nochmal rein. So. Ja. So. Also die Geschichte war folgendermaßen. Ich habe beim den Medics gekündigt, ne? Ja. Und wollte Verbrecher werden. Und dann war ich so gemein und dann sind diese Hörner gewacht. Das sind wie beim Teufel, wissen Sie? Nee. Ja, warte, muss ich Ihnen erklären. Aber ich war dann zum Teufel und so. Und da war ich dann am Teufel und hab meine Seele etwas verkauft. Dann hatte die mir da Hörner rausgewachsen lassen. Aber ich bin da trotzdem zu nett gewesen und bin wieder Medic geworden. Ja. Das, ja, klingt einleuchtend. Ja, wissen Sie, ich kann nicht gemein sein. Was? Ich habe mal eine Frage, Herr Doktor. Aha. Ist das ja hier immer so mit der Polizei, dass hier so viel geschossen wird und so viel Auto fahren und so? Mit Sirenen? Ich kann Ihnen das so erklären. Also am Morgen bis 10 Uhr ist eigentlich immer Ruhe, da sind die Leute ganz ruhig, gechillt. Und abends, umso spät das wird, also ab 16 Uhr wird es immer schlimmer. Weil um 11 Uhr gibt es die Würfelparkleute. Die haben nur Blödsinn im Kopf. Die kommen nur zu sagen auf die Insel, um Blödsinn zu machen. Was? Wissen Sie? So, ab 16 Uhr wird es immer schlimmer. Ach so. Unter der Woche ist es so 20 Uhr, was dann schlimm wird. Und so, wenn es zum Beispiel Freitag ist, wie heute, immer so halt ab 16 Uhr wird es immer schlimm. Das sieht man dann auch bei uns Medics, dass die Leute mehr verletzt sind ab 16 Uhr. Wo kommen denn die Würfelparkleute her? Ich weiß es nicht. Die treffen sich immer im Würfelpark und dann planen die irgendwelche eine Scheiße und dann machen die eine Scheiße. Dann kommt halt die Polizei und ja. Ja. Mir platzt gleich der Kopf. Lord. Ja. Dankeschön. Schon ein richtiger Kopfschmerz. Ne? Am besten ist, sie holen sich halt wirklich ein Auto und sicheres, was sie auch beim Würfelpark selten aussteigen. Das empfehle ich Ihnen wirklich da nicht auszusteigen. Warum? Haben Sie ein Auto? Ja, hab kein Auto, kein Geld. Oh. Wo kann ich denn hier ein Auto kaufen? Wie teuer ist sowas? Ich habe ein Auto übrig, aber ich frage jetzt, wie kommen Sie da hin? Hallo? Ja? Haben Sie vielleicht $3,000 für mich? Was? Für was denn? Ja, ich muss mein Auto aus der Verwahrstelle rausholen. Ich brauch das Geld ja selber. Ja, okay, dann behalten Sie das. Ich hätte
Auto halt übrig bei mir, also mein Auto, ich hab mehrere. Aber, Ja, selbstverständlich, ne? Ich schau mal kurz, ob ich sie mitnehmen kann, kurz. Ich schau mal kurz, wie viele Patienten, ich guck mal kurz, wie viele Patienten liegen. Ja, ich glaube, ich bringe mal kurz ein Auto, komm schon mit. Ja, ich verfolge ihn. Ja. Ja, ich muss dann gleich nochmal zum PD, ich soll das nicht vergessen. So. Soll ich auch einsteigen? Ja, die müssen auf die andere Seite also, beim Vorderrad und dann den G-Muskel betätigen. Also beim Vorderrad hin, noch mehr. Okay, können fahren. Bei mir hängen sie an der Seite. Nö, ich sitze. Sitzen sie bei ihnen? Mhm. Okay, das ist gut. Nicht, dass sie gleich runter. Let's go! Haben sie auch die Sirene? Ja. Mach mal an, bitte. Ich hab keine Beine. Wir sind so. Das sind sie noch. Was? Ja. Ja, das meine ich. Das ist so. Diese ganze Zone ist gefährlich. Es gibt da aber auch im Norden. Oh. Also, kennst du schon den Norden, die Outlaw-Zone? Die was? Der Norden. Norden? Die Outlaw. Nee, kann ich nicht. Es gibt hier eine Grenze, eine Mauer. Ja. Und da oben ist das sozusagen die gesetzlose Zone. Da herrscht nicht die Polizei, sondern die Rebellen. Aber wenn man sich mit den Rebellen versteht, ist es da oben chilliger als hier unten. Rebellen? Ja, aber die Rebellen sind netter als hier die Leute hier unten. Okay. In Anführungszeichen. Das ist gut. Aber ich muss gleich nochmal zum PD, weil das die Leute die gerade angefahren haben, mehrmals im Grund. Da war ich eigentlich da. Ja, es gibt. Das sind eben die Würfelpark-Leute. Die fahren dich an beim Einsatz, dann fahren die weg. Ach so. Ja. Jesus Maria, Joseph leckt mich am Arsch, wa? Hitron, nochmal Dankeschön für 2 Monate und Onkel, Dankeschön für das Zap-Geschenk an den Dennis. So. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Was? So. Krieg ich den Roten jetzt hier? Da. Oh. Folgendes, das Auto ist momentan nie eingeparkt, am besten ist die Parkungskurs bei einer Garage eigentlich aus, damit es da nicht mehr parkiert ist. Sie dürfen in der Stadt 70 fahren, ich bitte Sie damit nicht groß Blödsinn zu machen. Und als Information, Verbandskastentreffpunkt müssen wir noch dabei haben. Ja, Führerschein haben Sie hoffentlich. Oder ja, sonst machen Sie kurz ein. Dankeschön, ja. Kein Problem. Schönen Tag noch, Herr Doktor. Schönen Tag noch. So. Nee, krieg ich noch deine Frau? Hallo? Okay. Ja, scheiße, wie geht die gerade drauf? Nee. Was ist denn das? Das ist besser hier als GTA Online, oder? Ich werde bekloppt hier, was hier alles gibt. Draconis, Dankeschön für 24 Monate. Vielen Dank für die 2 Jahre, mein Freund. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Und Eve ist am 4. Vielen, vielen Dank für 4 Monate, Eve. Dankeschön. Alter, was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal, oder? Ja, aber hier im Telefon gibt es kein Verzeichnis von... Ne, gibt es ja nicht von der Bürger.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo Dennis ist, ne? Wo Joghurt ist, der Penis. Scheiße, wir fahren mal. Wo kann man denn hier hinfahren? Was ist das hier? Spieler. Warum klickt das nicht da rum? Spieler? Nee, hä? Spieler? Keine Ahnung, ne? Warte mal, ich will zur Bank, weil ich habe zu viel Geld bei. Eine Bank war am Park. Wo ist denn hier der Park? Hier ist Polizei, hier ist der Park. Hier ist die Bank, genau. Robi, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Und Lilifee, willkommen im 6. Monat. Vielen Dank, Lilifee. Wie geht es dir? Alles gut? Das Lilifee. Ich hatte nur ein Auto gerettet, Junge. Der fährt weiter. Ja, nein. Hier muss ja wirklich wie. Das ist ja wie im richtigen Verkehr. Hier müssen wir mit der Doofheit der anderen rechnen. Wenn Prime Sub angesagt, normalerweise ja. Mach mal F5. Hä, es wurde eine Werbung geschaltet. Check die. Was? Geht's dir gut? Oh. Homie. Ja. Ja, Homie, geht's dir gut? Es geht so. Der hört, es geht so und fährt. Oh. Ach so. Deswegen die Brille. Oh. Hast du deinen Taschenrechner drin? Hast du ein bisschen Kleingeld für mich? Was? Boah, was 2x4? Boah. Richtige Chinesin, Alter. Warum bist du denn so traurig? Was hab ich? Ich wurde überfallen. Ja, ich auch. Du auch. Ich hab kein Geld mehr. Wie viel haben sie dir geklaut? Ja, das ist so schlimm, ne? Gib mir Umarmung. Ich hab kein Geld. Ich würde immer nur umarmen. Haarmuskel. Nee, ich umarm dich nicht. Wieso? Ich kann dich nicht. Ich kann den Küsschen nicht, wenn du willst. Was? Bist du hier? Was machst du jetzt? Was? Was machst du? Ich hab dir ein Küsschen gegeben. Wollen wir was machen? Hä? Nee, mehr als Küssen läuft nicht in den ersten Abend. Mehr mach ich nicht. Ich hab keine Freunde. Keine Freunde, ich bin alleine die ganze Zeit unterwegs. Ja, da musst du mal Spiegel gucken, da fragst du dich auch warum. Nee, Spaß beiseite. Ich kann dein Freund sein. Das wäre echt lieb. Okay. Was sind das denn alles für Leute? Galt!
Und nicht nur, dass ich überfallen wurde, mir wurde sogar noch mein Moped geklaut. Das nenne ich in Sekundenlohn, Jungs. Also, Jungs, ich krieg natürlich Gewinn raus, ne? Ja, ja, natürlich, wir investieren das, das wird rekuperiert, dann hier gibt's eine Dividende und dann hast du gewonnen. Mehr als ja, andere auch. Ich hab klar, was hier los, ey. Ich küsch mal Auto ich sag's dir. Oha, Oha, Ehrenbruder. Wo musst du denn hin? Weiß ich noch nicht. Ich suche jemanden. Ja, aber Schluss. Wen denn? Klar, da ist der erste für Stress heute vor. Meine Nummer? Ja, warte mal, ich bin auf der Suche. F2, richtig, ja? Warte, mein Kopfschmerzen. Was hat der gerade gesagt? F2? Muskel. Ja, das ist. So. Ich war mal auf einer anderen Insel, da war es nicht. Wie funktioniert mein Smartphone? Ich muss auf Kontakt gehen, richtig? Aber wenn das ist hier ein bisschen anders. Ist doch dein Profil. Alle Profil. Reden hier irgendwas von okay. F2-Muskeln. Keine Ahnung. Ja, ja, mein Handy. 79. Ja. Und dann sagen die irgendwas mit Alt F4. Verstehe ich nicht. Und 5. Ich bin 9. Schreib mal meine Nummer auf. Richtig. Ja, okay. Okay, ich schreibe uns dann mal 12.500 Dollar Schulden. Ehre. 7.9. Ja. 3.7. Hab ich andere Freak? Nein, hast 3, du welche Nummer Schein gegeben? 1. 1 hab ich. Ja. Also 7.9.3.7.1. 5.0.5. Okay. Was machen die denn da? Ich bin im Gespräch. Ja, ich krieg einen Anruf. 7.8. Oh ja, ich hab 2 Stück gekriegt. Und einspeichern könnt ihr mich an Drucher Beton. Soll ich dir helfen, besser Blumen? Rennen, wenn ich komme. Nee. Nee, ich suche. Ich hab auch ein Auto. Hier wird wieder geschossen. Alles klar. Oh, nicht okay, wieder. Jungs. Ich komm gleich. Ich aber hier nicht mehr. Okay, Jungs, machen wir den Gangster-Shit, ja? Ey, wo ist denn? Wo ist denn? Eideltraut, ey. Ja, hast du echt Angst um dein Leben? Seegurke. Du hast verloren. Ja. Seegurke. Okay. Ihr habt alle verloren. Ihr seid alle voll schlecht in dem Spiel. Ihr seid alles richtig schlechte Gurken. Seegurke. Was? Was? Das sind gerade so Situationen. Da möchte ich mal rauchen wieder anfangen. Wo ist denn Dennis? Oh, was ist denn da los heute? Hört ihr das? Oh, Jesus, Maria und Josef. Also, man braucht starke Nerven. Och nee. Was ist denn hier los? Hier kannst du echt Filme drehen, wa? Ich hätte wieder Polizei. Oder eine Werbemischung, die. Nein, wenn wir da. Oh, warte, ich habe eine WhatsApp bekommen. Huh.
Jo. Oh, jetzt ist die Insel ganz kaputt. Jetzt wurde da jemand überfahren, hallo? Und die Insel ist ganz weg, oder? Nee. Leben sie noch? Nee, ich glaube, das ist schwer verletzt. So, Service abbrechen. Sind sie verletzt? Was? Ach, sie sind. Ja, ich bin das. Ja, der ist mir über den Fuß gefahren. Über meine Rechten. Wollen wir das nur anschauen im Krankenhaus? Ja. Boah, steigen Sie mal kurz ins Auto ein. Ja. Ja. Verfolgen Sie mich. Ja, ich meine, wenn du mein Auto findest in der Stadt, dann nimm den hoch, weil ich bin nicht drin. Sitzen Sie bei Ihnen oder hängen Sie dran? Was? Sitzen Sie im Auto drin? Im Beiz. Warte mal. Nee, warte mal, Junge. Danke dir. Okay. Am Vorderrad und an den G-Muskel. Ja, warte mal. Hä, früher sah es so anders aus. So, hier. Jetzt, Smoker, bist du das? Jetzt können wir fahren. Warte. Fahr schnell. Smoker, bist du das? Ey, früher sah das fahr schnell. Aus. Oh, ja, ich fahr ja. Keine Ahnung. Früher sah es anders aus. Oh, wow. Verfolgen Sie mich? Nö, ich verfolge. Ja, aber Strauß ist erstmal keine. Hab mich schon gewundert, warum. Was sieht er da machen? Ja, die Insel ist, glaube ich, gerade voll. So. Ich bring jetzt mal kurz ins Krankenhaus 3. Wo? Oh, ne. Oh, erstmal weg von dem ganzen Chaos hier. Ich weiß nicht, wer Elmo. Geht es mit dem Fuß oder brauchen Sie einen Rollstuhl oder? Nee, das geht. Okay. Das geht. So, dann kommen Sie mal kurz mit. Wohin? Ins Krankenhaus. Also. Wir schauen uns das an. So. Perfekt. Ja. So. Brauchen Sie Schmerzmittel oder geht das? Ein Notschmerzmittel, glaube ich, vielleicht. Aber auch wenn der kleine Zeh ja gebrochen ist, da kann man ja nichts machen, ne? Ja, wir schauen uns das erstmal an. So. Ja. Ich glaube, die Insel hat völlig Probleme gerade. Ja. Ja, kommen Sie mal mit. Ich traue mich nicht. Ne, dann legen Sie mal bitte auf die Trage drauf. Das ist aber schön hier. Ja, das ist das schönste Krankenhaus, das wir haben. Nur leider etwas klein, also wir haben nur 2 Tragen. Ich hoffe mal, es gibt eine Erweiterung. Eine was? Eine Erweiterung, also dass irgendwer mal das Krankenhaus umbaut und größer macht. Wird hier noch angebaut, oder was? Ja, das Problem, ich glaube schon, weil das die anderen 2 Zimmer hier vorne sind genau die Baustellen hier, anstatt die echte Zimmer. So. Legen Sie mal auf den. Ja, aber warten Sie mal, ich habe Knieschmerzen, das kann was. Aha. Länger bei mir dauern. Warten Sie mal. Wissen Sie, wie das geht, oder? Wissen Sie, wie was geht? Machen Sie mal den F5-Muskel. Was? Den F5. Warten Sie kurz. Wo finde ich den? Ist er unten in meinem Körper oder oben? Der ist oben. Aber ich komme gleich zu Ihnen. Da ja. Redet irgendwer. Ja. Hallo, die. Der Mediziner, der Sie behandelt, wird kommen. Ach, Sie können gar nicht flüstern, ne? Oh, Scheiße. Okay. So. Ja. So.
Hallo, ich habe noch was sehr drüber. So, was machen Sie da? Halt sie auf damit! Oh ja. So. Okay. Klar, das war anstrengend. Ja. Oh. Alter, was geht denn? Könnt ihr bitte da drüben flüstern? Ich wäre euch ganz dankbar. Mal andere Zimmer. Man kann hier einen fucking Blowjob geben. Das andere Zimmer ist voll. Egal. Und Doggy ich nehmen? Ich mach das mal kurz. Was geht denn hier? Nee. Schön. Ich mach eine Behindertenrolle. Ja. Bitte beide flüstern. Das war bewahrt. Hallo? Die Tür geht nicht auf. So jetzt. So jetzt. Also, ich würde jetzt erstmal röntgen, um zu schauen, was wir noch haben, okay? Ja, okay. Gut, dann mal hier drin. Ich werd bekloppt, leck mich am Arsch, ein Blowjob. wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß das nicht mehr, Kinder. So. Fames. Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Martin, glaube ich, hatten wir auch schon, so, ne? Mit 3 Monaten. Was sind jetzt andere Patienten? Telefonieren, ja. Ja, ich suche gerade den anderen. Hallo? Alles besetzt hier. So. Wir haben hier ein Hightech-Gerät. Ich krieg das Bild sogar auf dem Smartphone auf. Ich schau mir das mal kurz an. Ja, gucken Sie mal. Ja. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wollen Sie ein Schmerzmittel haben? Ja, vielleicht ein Schmerzmittel, das haben Sie recht, ja. Okay. Ja, bitte. Dann gebe ich das mal hier und ein Glas Wasser runterschlucke. Ich nehme erstmal eine Tablette. Kannst du mich wieder aufrichten? Ja. Jetzt kann ich sich hinsetzen, dann mit dem Sitzmuskel. Aha. Du kannst mich auch duzen, ne? nee, das ist mein eigener, der wurde angefahren. Warte mal, lass mich mal raus. Hallo Nico. Hier habe ich meinen. Kason, hallo. So. So. Sorry, also wegen den Bildern. Sie brauchen eine Schiene, der am Fuß. Der war was? Aha. Was? Eine Schiene. Ja, können Sie die dran machen? Ja. So. Also die Schiene habe ich mal angelegt. Jetzt werde ich da 2 Schrauben reinmachen. Die gehen nicht durch den Fuß, keine Angst, ne? Die Schraube geht nur bei der Schiene rein. Das sind 2 Teile, die dann fest sind. Tut mir nicht weh. Nee, keine Angst. Wir sind nicht der erste Patient heute. Ja. Okay, doch. Aber... ja. Ja, was scheiße. So, da kommt noch eine 2. Schraube rein. So. Das ist eine Schiene. Die ist auch hart genug. So. Also, spüren Sie überhaupt noch Schmerzen oder reicht die Tablette? Nee, geht so. Geht es? Ja. Okay. Sie haben eine Schiene bekommen. So, ich kann Ihnen kurz das Bild noch geben. So. Hast du mir die Schrauben in das Bein gedreht? Was ist eingedreht? Was ist denn los? Ich könnte weinen. Sie können weinen? Warum denn? Weiß ich nicht. Ach, schön. Ach, ich habe von meiner Frau geträumt. Gerade die ganze Zeit. Ja, Herr Doktor.
Aha. Sie sind ein guter Doktor. Ich danke Ihnen. Ja. Herr Doktor, haben Sie mir was, irgendwas gegeben, das mich lähmt? Ach, nee, eigentlich nicht. Seid ihr doch nochmal aus. Ach, Junge. Damit Sie. So. Oh. So, wie gesagt, ich wollte noch gucken haben oder geht es noch? Wie gucken? Ja, gucken nehme ich auch. Wegen der Schiene, wissen Sie? Eine ja, ja, Schiene. So, genau. In der Schiene haben sie ja schon. Soll ich in jeder Zeit gucken? So. So. Also, mein Telefon geht nicht auf. Herr Doktor! Ja? Könnten Sie mir Gefallen tun? Bitte schön. Welchen? Mich zum Flughafen fahren. Flughafen? Ja. In Los Santos, der, ne? Ja. Ich habe doch mein Auto. Ja, aber das ist ja nicht hier. Ich kann Sie gerne zurückfahren. Ja, aber bitte zum Park. Selbst. Muss ich selber schauen, wie sie da hinkommen. Ja. Ich darf das leider nicht zum Taxi-Service. Nee, aber ja. Hallo Frieda. Oh, hoffentlich hat sie es gehört. Was? Die hat aber eine andere Medizinerin. So. So. Oh. Ich frage die Polizei immer, ob die mich mitnimmt. Nee, das ist gerade schlecht, weil gerade ist was ich. Da sind aber private Leute. Die können mich mitnehmen, ne? Nee, das ist die Regierung. Ich kann sie gerne zum Park zurückfahren, aber da steht ja mal auch. Okay. Mit Sirene, ja. Hängen Sie dran oder sitzen Sie drin? Nee, ich sitze drin bei hier. Sie sitzen drin? Nein, natürlich, ich hänge draußen. Oh. Wollen Sie nicht reinsetzen? Nee, ich halte mich fest. Dann fahre ich vorsichtig. So. Die Insel hat gerade ein paar Probleme, wie es aussieht. Wenn Sie verstehen, also. Alles geht 2 Sekunden länger. Das ist. Jetzt weiß ich es nicht warum. Ja, ist halt Chaos gerade. Wie gesagt, wenn Sie irgendwann mal wach sind, so um. Sagen wir 12 Uhr mittags. Ja. Dann sehen Sie einen deutlichen Unterschied in der Insel. Weil da sind die ganzen Leute, die nur Blödsinn im Kopf haben, gar nicht wach. Wissen Sie? Ja. Oder sogar noch früher. Sagen wir zum 8 Uhr morgens. Wenn Sie da auf der Insel sind, dann ist Ruhe und alles ist gechillt und so. Das ist so da steht das Auto. Dankeschön. Genau. Kein Problem. Tschö. Schönen Tag noch. Jesus Maria. Obwohl mit der Kuppen, ja. Alter, was ist denn hier los? Wo bin ich hier angekommen? Das war doch hier, ne? Wieso ist das Auto jetzt aus? Ja. Ja. Leck mich ab. Jetzt bin ich auch verkehrt.
Verdammte Scheiße. Hier interessiert kein Wort, ne? Ja. Och, nee. Gerrit Flicke, ja, ich bin. Schön. Mach was ganz anderes. Erfrischend, erfrischend, ja. Der hatte doch gesagt, man kann da direkt Autos kaufen wohl. Also ich habe ja hier eine... Es gibt ja auch sowas wie ein Einführungsgespräch im Flughafen. Und ich meine, der hat mir gesagt, da kann man auch direkt Autos kaufen da vorne. So billige. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schön. Doch, Snikey. Ich bedanke mich gleich für die ganzen Subs und Resubs. Bin ich hier angekommen? Nee, unten, ne, oder? Warte mal. Geht wieder hier X. Ja, ich hab den noch gar nicht angemacht. Ne, ich bin von da aus auch direkt gelaufen. Also war das unten. Hier war das. Hier darf ich doch gar nicht fahren, so, ne? Oder? Oh nee, das war Einbahnstraße. Scheiße. Ey, wir haben schon 20 vor 12. So. Motor aus. Okay. Nee. Warte. Abschließen, bitte. Ja, warum schließt er denn nicht ab? RIP. Der Server ist down. Guck mal ins TS. Keine Ahnung. Was muss ich jetzt machen? Reconnecten oder was? Starten oder so? Nee, ne? Da steht einer. Muss man sich bewerben hier auf GVMP? Du musst die Regeln beherrschen. Ja, ich weiß nicht, ob sie dich... Nee, du musst dich hier nicht bewerben. Du musst die Regeln beherrschen von GVMP. Du musst den Foren-Account machen. Das Forum, den Foren-Account musst du... Connecting, okay. Musst du verknüpfen mit dem TS. Mit dieser eindeutigen Teamspeak-ID. Dann musst du die Regeln beherrschen. Dann setze dich dann ins TS. Ne? So habe ich es gemacht. Und wartest, bis du gezogen wirst irgendwann, dann fragen die dich die Regeln ab. Ich glaube, 10 Fragen sind das. Hat die Frau von dem Rockerclub mich da gefragt. Und ja, entweder hast du bestanden, hast nicht bestanden. Wenn du bestanden hast, dann ja, darfst du um den Server, ne? Welche Regeln?
Ach, schön. Auf den Server hast du abgefragt? Ja, klar. Ich hatte ein weites Gespräch. Ohne Scheiß. Ja. Die Frau vom Rockerclub, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mit K irgendwas. War eine Liebe. Und dann war da noch so ein Admin bei im Raum. Der war auch ganz nett. Ah. Bin ich jetzt wieder auf dem Server oder was? F2? Nee, ich krieg mein Handy nicht. Okay.